Begründe mir mal bitte den Satz, den du da fabriziert hast, mit dem Einschlafstream. Ich bin wie eine Droge, ne? Man kann nicht hinschauen, aber man kann auch nicht Heute wegschauen. Samstag, ne? Man kann nicht hinschauen, aber auch nicht wegschauen, alles klar. Ja, Stimmt. das ist ein Kompliment. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob meine Kohle drauf ist. Wenn meine Kohle gleich drauf oder Kohle da ist, also ist an sich gestern ja dann drauf gekommen. Dann gehe ich nachher nach Lidl, hole mir ein paar Cornflakes und dann wird erstmal Scrubs geschaut. Oh. Ach du Scheiße. Ich Ja, dachte, ist denn kommt jetzt, jeden dann hau ich dir Samstag? erstmal eine Donation ins Tuch da. Aber naja. Nee, du. Wieso Das das denn bloß Problem dann los? ist, der Bohringe. Das Er ist Problem ist, kalt. dass ich erstmal überhaupt auf meine eigentliche Kohle warten muss. Weil Naja, die mit kommt dieser wahrscheinlich Ausrede. später, aber von meiner letzten, ja, kann man sagen, ich kriege separat noch was Kohle, aber meine eigentliche Kohle kommt ein bisschen verspätet. Und von dieser separaten Kohle gehen erstmal 35 Euro an mein PayPal-Konto, weil ich mit 35 Tacken im Minus stehe. Aha. Ja, Genau, wie von vorher. letzten Du bist ein Monat. super Ja, ich gehe Einschlafhörer. Sehr gutes Hörbuch. Ja, wahrscheinlich. immer hin und kaufe über PayPal einen ganzen Monat und dann am Anfang jeden Monats zahle ich die Kohle dann zurück. Ne? Aber da habe ich, kann man sagen, eine gewisse Sperre reingehauen, damit ich nicht zu viel auslegen kann. Maximum Grenze waren, glaube ich, 40 Euro. Also in dem Sinne ein Game. 40 Christian, wir bis machen jetzt mal den 50 Euro. Gegnermodus an. Ja, aber also ich könnte jetzt für Ingame nicht so viel Geld ausgeben. Muss Ja, ich echt zugestehen. nee, mache ich auch nicht immer. Aber ich mache das jetzt die Tage gucken. Ich bin noch am Überlegen, wenn das Geld jetzt rechtzeitig da sein sollte, also auch mein Hauptgeld, ob ich die Kohle auslegen soll für Battleborn, das neueste Game von den Machern von Borderlands. So. Ja, das sind ja viele, die sich das holen wollen, ne? Ja, nicht nur das. Borderlands ist einfach geil und der zweite Teil wird direkt Permaban mit dabei geholt. Okay, alles klar. Und ich level. MK Teddy, da von hast du auch wieder 90 ist recht. online. MK kommt auch zocken, los. Oh. Wolfgang Das 1984, ja, ist danke für den Follow und willkommen in der Lucky Wahnsinn! Zone. Warum schickt er mich in die Hölle? Hölle, Boah, Hölle, übertreib's Hölle, nicht, Kampf. Ich will noch kurz eiskalt, einschlafen. lässt der Jetzt trinken wir keinen erstmal ein Lila, Follower da. ne? Das Eiskalt, ist kalt, jetzt in dem Follow, Wahnsinn! ne? Mal den Nachteil sehen. Was ich persönlich gerne sehen würde, ist schon, dass halt die ganzen Zuschauer halt wenigstens mal kurz was in den Chat schreiben, damit ich weiß, ah, okay, sind real. Ja, manche folgen, schreiben mich in den Chat. Sind aktiv, jetzt schnarcht er schon. Alles klar. Ich überhöre das Lachen mal oder denke einfach, dass es kein Lachen ist, sondern ein Schnarchen. Deswegen move man gleich mal runter in die Etage tiefer. Oder gleich in die Schlafecke. Oh shit. Kriege ich denn auch so eine Kinderspieluhr dabei? Nee. Ne? Mit so Können wir machen, eine Einschlafmusik. Musikboard mit Kinderuhr, wenn du das so möchtest. Kriegen wir hin. Ich habe Ja, mal dann siehst das. du dann nur noch den Channel voll. Aber wo du gerade sagtest hier, die immer lacht, ne? Da hatte ich gerade eben mir so gedacht, da kennst du doch was, die immer lacht. Und zwar statt die, die immer lacht, habe ich das mal geändert in die, die immer kackt. Okay. Ja. Wie vulgär du doch du heute wieder bist um die Uhrzeit. Du weißt Flaschenschaden. noch, hast du Zeit zum 6. maximal. Bist du so versaut? Ehrlich, wenn, dann hau die versauten Dinger jetzt alle raus. Ich glaube, so Jetzt viel alle? Überschuss. Nee. Jetzt alles sofort auf den Tisch. Das Problem ist immer, dann weiß man meistens nie, was man dann jetzt sagen soll. Ist meistens so, ne? Das ist schwierig. Kenne ich. Lol, er will starten, es kommt jemand dazu. Wolfgang, schreib was in den Chat.
Janima, moin Lucky, ist das PS3 oder PS4? Das ist PS4, was geht ab bei dir? So, wenn sich jetzt noch ein paar Leute anmelden würden, 5 Leute bräuchten wir noch, dann können wir natürlich auch starten. Zumindest eine weitere Person mindestens, damit wir den Gegnermodus mal austesten können. Warum sind die zwei denn? Wer natürlich noch Black Ops 3 sehen möchte gerade, kann natürlich auch bei Saltim vorbeischauen. Wer uns beide zuschauen möchte, Ausrufezeichen Multi. Nicht Mutti, sondern Multi. Das haben wir aber vorhin auch gelesen. Also ich glaube, bei Ausrufezeichen Mutti müssen wir auch was einbringen. Fällt mir noch was ein später. Machen wir noch. Spezialkommand. Kann man mich überhaupt noch hören? Ja. Ja. Gut, positiv. Manche würden sagen, leider. Leider. Haut raus, okay. Hat Spaß gemacht. Mit dir mach's gut. Sei froh, dass ich zu faul bin zum Umswitchen. Hätte ich dich jetzt rausgemoved. Ja, wie gesagt, PS3 erst dann wieder, wenn ihr dafür abgestimmt habt. Muss ich auch extra wieder umswitchen? Nee, das geht ja gar nicht. Oh ja. Was schwimmen wir mit ein bisschen Misch? Laptop auf, Tab auf, Fummelbuch rein und switchen. Ich habe noch genau 10 Kippen, Leute. Ob wir die noch schaffen? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Was eigentlich relativ boogie. Was schreibt Christian da? So. UVJE, was? Hey, Christian ist jetzt besoffen. Ah, okay. Ja, hat er War gesagt, das heute nicht will er einen gestern Abend saufen. schon? Christian, bist du schon besoffen? Weil, falls ja, kannst du ja ein Teamspeak kommen. Ja, da wolltest du mal vorbeischnack sehen. Ja, aber nur im vollen Zustand. Ja, deswegen frage ich, ob er voll ist. Lustig wäre es, wenn ich dann auch noch blau werde. Der Kollege war vorhin drin und er meinte so, er ist voll. Weißt du? Hat erstmal Redeverbot gekriegt und Fahrverbot natürlich. Nee, bin ich noch nicht, ne, dann wird Zeit. Kipp dir mal die Flasche Wodka ein bisschen schneller hinter der Binde. Bisschen schneller, mal ganz ehrlich. Nein, da Hätte ich gibt's nicht. nur eine Möglichkeit, dass er so schnellst wie möglich besoffen wird. Trichter. Nein. Onkels an Spritzen. und los geht's. Er meint, also wenn er die Onkel jetzt feiert, wird er sich sicherlich nicht besaufen, dann muss er schon was anderes zu sich nehmen. Das Gute ist, wenn du Musik hörst, die du nebenbei feierst, dann wirst du langsamer betrunken. Also ist aber auch die Musik, die du feierst, wie bei den Onkel zum Beispiel, die Texte, die haben ja auch einen tiefgründigen Sinn, sage ich jetzt Tiefgründigeren, mal, ne? ja. Und da überlegst du auch ganz anders, als wie wenn du jetzt nur einen Rap-Text hörst oder jetzt hier so ein bisschen Techno-Kram. Ja, ich sag mal Gibt's hier so, wenn unterschiedliche ich Musik haben will, die mich innerlich mehr bewegt, die mich dazu bringt, dass ich mich bewege, dann höre ich eher sowas wie Techno, ne? Dann geht's tief in mich rein so. Aber wenn ich Musik haben will, die mich einfach dazu bringt, dass ich eine gute Laune bekomme und nebenbei wirklich so dann, ne, anfange mitzusingen und keine Ahnung was alles, dann höre ich die Onkels. Die mich einfach nur dann die Stimmung bei mir hebt. Ne? Zum Saufen höre ich hauptsächlich Onkels, Freiwild, Unantastbar. Ne? Diese Klassiker halt. Welch, da höre ich immer Lanza. Lanza, Nein, nee. Lanza finde ich nein, nicht so gut. Quatsch, das macht er nicht. Sonne geht bei mir auf. Echt? Ehrlich, bei Und mir ist hier sie schon geht längst oben, die Sonne. Die scheint mir immer aus dem Arsch. sie Will denn jetzt mal keiner mitzocken? Hier, was ist los? Wo sind die ganzen PS4-Zocker? Okay, er Ja. verlässt, also müssen wir zu zweit spielen. Machen wir jetzt auch. Bitte. Und ich komme mal gerne Ich mach dich platt, du Sau. mitzocken.